würden dann die Bühne frei machen für Loki Doki. Loki Doki. Was passiert da? Sind das Zombies? Ja, ich glaube, das ist deren Zeichen, uns zu sagen, dass wir von der Bühne gehen sollten. Die gucken auch schon so komisch. Oh nein, nicht noch so ein Typ in einem komischen Outfit, so wie der da. Also,
sein Outfit ist mit meinem darüber nicht, überhaupt nicht zu vergleichen. Also ich bin definitiv cooler angezogen als der. Ja, bitte. Ja, ich erkenne da keinen Unterschied. Wer bist du, Samurai? Mein Name ist Jin. Hey, Jin, was machst du hier? Hier ist es gefährlich. Meine Aufgabe ist die Suche nach einem kleinen Mädchen, ungefähr so groß. Habt ihr sie gesehen? Also, ich habe niemanden auf dem Weg hierher gesehen. Wieso? Hättest du einen Augen für mich? Oh, sicher doch, Schätzchen. Das heißt, ich habe euch nutzlos und einfach so gerettet? Boah, okay, das viel Spaß bei eurem Fehlspiel. Na toll, jetzt ist er weg. Das ist doch nicht meine Schuld. Aber viel wichtiger, wann will mir die namenlose Schönheit endlich ihren Namen verraten? Ach, den wüsstest du gerne. Ja, ich bin übrigens Wei Ying, auch Wei Wushan genannt. Major Katsuragi Misato. Misato. Ach, sind wir schon beim Vornamen angekommen? Ich dachte, ich mal, Fässerspiel oder so. Okay, Wei Ying. Wei Wushan. Wei, was? Ach, Wei auch immer. Wir müssen erstmal hier raus hier. Und wo lag ich? Ist mich fest in der Hand? Immer noch? Naja, was weiß ich hier entlang? Okay! Das ist viel zu empfindlich. Du wärst fast weg gewesen. Ja, das meinte ich klar. Ja. Das war schon echt knapp. Das war so knapp. Okay, darauf muss ich erstmal was trinken. Okay, dann nicht. Was meinst du, wie lange dieses Tor da halten wird, dass diese ganzen Untoten da draußen bleiben? Ja. Wir sollten hier sicher sein. Ich meine, schließlich sind Zombies zu blöd, Türen zu öffnen. Ich meine, schau sie dir an. Ja, auch wieder wahr. Meine Waffe ist leer. Ah, toll. Sag mal, Misato, ist das hier ein Umbrella-Labor? Was? Oh, nö. Gerade ein Umbrella-Labor. Hey, beruhig dich doch. Ich hab dir doch gesagt, dass ich nichts weiß. Klapperin, hab ich gesagt. Sonst schneide ich dir die Kehle durch. Das würdest du nicht tun, oder? Ich mein's ernst. Hey, ihr! Ich töte diesen Poser hier, wenn ihr mir nicht sofort verratet, wo ihr Yuki hingebracht habt. Yuki? Ihr wisst genau, von wem ich rede. Eure Zombies haben mein Yuki entführt. Und wenn ihr mir nicht verratet, wo er steckt, dann ist er hier tot. Moment, wir kennen den Typen doch mal nicht. Jetzt beruhig dich doch erstmal. Hier, nimm Snickers. Genau, du bist nicht selbst. Du selbst, wenn du hungrig bist, das ist doch was. Ja. Das funktioniert. Aua. Mein Yuki bringt das auch nicht zurück. Okay, leg das Messer weg und wir können reden. Ich verhandle nicht mit euch, vor allem nicht mit Süßigkeiten. Noch ein Snickers? Hast du? Nein. Es knallt. Okabe! Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich habe herausgefunden, wo die Zombies sind. Was ist denn hier los? Das ist hier nur so aus Spaß. Ach, hast du mich gefangen genommen? Aus Spaß? Kümmer dich einfach nicht um mich. Ich habe alles unter Kontrolle. Sieht nicht ganz danach aus, aber okay. Sag mal, du kennst den hier, richtig? Ja. Kannst du mir dann endlich verraten, wo mein Yuki steckt? Welche Yuki? Ihr wisst verdammt genau, von wem ich rede. Warum sagt ihr es mir nicht? Jetzt reicht's. Oh, nein, warte. Er hat dir doch nichts getan, oder? Es würde nicht bringen, noch mehr Blut hier zu verteilen. Also, ich kann dir, beziehungsweise wir können dir helfen. Sicher, dass ich ihn nicht umbringen soll? Ich würde euch einen Gefallen tun. Wir helfen dir lieber. Der ist wichtig für unsere Forschung.
Ich bin ziemlich wichtig für die Wissenschaft. Klappe. Also ich kann dir wirklich helfen. Ich hab deinen Yuki gesehen. Auf dem Weg hierher. Wo hast du ihn gesehen? Du hast doch da... Ja, wir haben ihn gesehen. Ja, also, wo? Ich kann dich hinbringen, ja. Als ob. Du bist doch an die Tussi da gekettet. Moment, was? Tussi? Komm doch her. Also, Misato, bist du so nett? Ich möchte die Dame zu ihrem Yuki bringen. Was hast du vor? Vertraue mir einfach. Dir vertrauen? Das wäre ziemlich bescheuert. Okay. Hiermit bist du frei. Das ist aber kein Schwerverbrecher, oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung, das bräuchte ich jetzt überhaupt nicht. Also, haben wir eine Abmachung. Das ist ein Deal. Du lässt ihn gehen und ich sage dir, wo ich Yuki gesehen habe. War Yuki allein? Ja. Du lügst! Stopp, verschieß ich! Ihr habt mich belogen! Jetzt gib mir sofort mein Yuki zurück! Damit hast du nicht gerechnet, Bitch! Die ist natürlich leer. Glaubst du wirklich, ich würde dir eine geladene Waffe überlassen? Nur Spaß! Juno. Juno, okay. Also Juno, du bekommst dein Messer wieder, wenn ich dir vertrauen kann und du damit keinen Unsinn anstellst. Was meinst du denn mit Unsinn? Du hast gerade versucht, diesen komischen Wissenschaftler da umzulegen. Und ich hätte euch einen Gefallen getan. Komischer Wissenschaftler? Hallo, ich bin Lab Member Number One. Hey, du bleibst auch hier. Ich wollte doch überhaupt nicht weggehen. Danke übrigens, dass ihr Okabe gerettet habt. Niemals habe ich eure Hilfe. Guckt euch doch mal an. Ernsthaft? Das sah schon ein bisschen anders aus. Mein Telefon klingelt. Wir haben hier doch überhaupt kein Netz. Ich habe Umbrella mit. Das hat die beste Abdeckung. Aha. Ja, Herr Direktor. Ja, natürlich habe ich das gesehen. Ja, klar. Mhm. Okay, Juno. Du suchst deinen Freund Yuki. Yuki, ne? Du suchst deinen Freund Yuki, richtig? Ja. Wo hast du Yuki das letzte Mal gesehen? Also, wir waren zusammen unterwegs, als dann diese Zombies kamen und ihn verschleppt haben. Diese Zombies von Umbrella, die ihr erschaffen habt. Was? Wir bei Umbrella erschaffen doch keine Zombies. Naja, wer soll's denn sonst gewesen sein? Wir forschen nur mit Vieren. Ich forsche nicht mal mit Vieren. Du hast also gar nicht telefoniert. So viel zum Umbrella-Netz. Ich war vielleicht gerade fertig. Gerade fertig war ich. Ja, genau. Sag mal, Vieren. Kennt ihr das nicht aus Zombie-Filmen? Das müssen doch eindeutig... Es gibt doch noch viele andere Möglichkeiten, wie Zombies entstehen könnten. Aber wie was? Musik. Radioaktivität. Mutation. Zufall. Ja, genau. Zufall. Na, wir von Nerf waren es auf jeden Fall nicht. Was? Du bist von Nerf? Ja, hast ein Problem damit? Wer ist das überhaupt? Nerf? Wir? Die Geheimorganisation, die für die Sicherheit der Menschen zuständig ist. Ich dachte, ihr forscht an biologischen Maschinen. Und das ist ja das ist was ganz anderes. Und du kennst es doch. Und wart ihr das nicht auch letzte Woche mit dem Staudamm und der Überschwemmung? Das war ein Unfall. Und ihr wart das doch ganz sicher mit dem Erdbeben davor. Mit dem Erdbeben waren wir das nicht. Weißt du, also... Und mit den Zombies auch nicht. Ach, war das nicht so. Auf nee, Unfall. Wenn das unsere Zombies wären, wären die garantiert nicht so unfähig. Ach, und Nerf-Zombies sind also doof, oder was? Die nerven auf jeden Fall ziemlich. Jetzt haltet einfach die...
die Fresse! Ist mir egal, von wem diese Zombies sind. Sie haben meinen Yuki entführt. Warte, ich weiß vielleicht, woher die Zombies kommen. Woher? Ich hatte gerade meine Zombie-Daten analysiert. Deshalb habe ich auch diesen Loser überhaupt gesucht. In dem Gebäude drei Straßen weiter ist ein sehr hoher Durchsatz an Zombies zu erkennen. Vielleicht kommen die auch einfach von dort. Kannst du es mir auf einer Karte zeigen? Ja, klar kann ich das. Hier, mein Zukunftsgadget 23. Umbrella-Technologie. Ihr würdet das nicht verstehen. Habe ich doch gar nicht gefragt. Aber was soll das denn? Entschuldigung, du sahst plötzlich so lecker aus. Ich weiß schon, dass ich ziemlich süß bin. Aber so? Warte, was hat sie da am Arm? Ach das, da hat Theo mich heute Morgen gebissen. Euer Hund. Nein, unser Kollege aus der Buchhaltung, der war auch den ganzen Tag schon so fein, hatte so Augenringe, aber vielleicht hatte der einfach ein bisschen Unterzucker und musste zur Kantine? Weg von ihr! Hä, wieso? Mein Gott, sie ist ein Zombie. Aber ich bin doch kein Zombie, nur weil ich ein bisschen Appetit habe. Genau deshalb. Denkst du etwa, man wird durch so eine Wunde zum Zombie? Das hat doch noch niemand nachgewiesen. Nee, also ich... Das hat niemand nachgewiesen. Niemand. Ich... Glaube ja nicht, beziehungsweise, dass das mit den Untoten so funktioniert, also dass die ansteckend sind. Warum denkst du das? Ja, nein, ich denke gar nichts. Naja, es ist aber auf jeden Fall nicht auszuschließen, dass sie ein Zombie ist. Vielleicht sollten wir einfach auf Nummer Sicherheit gehen und sie töten. Ich glaube, sie hatte wirklich nur so ein kleines bisschen Appetit. Und so faul war sie schon immer und hässlich. Also, ich glaube nicht, dass sie ein Zombie ist. Wir können uns aber auch nicht sicher sein. Naja, wenn wir uns nicht sicher sein können, sie ein Zombie sein könnte, er jetzt auch angesteckt ist, vielleicht sollten wir einfach beide töten. Halt, stopp! Alles gut, du musst mich nicht töten. Ich gehe einfach in mein Labor und schließe mich da ein, isoliere mich. Problem. Das wäre wahrscheinlich besser. Komm, wir gehen. Und ihr lasst mich zurück? Mit einem Zombie? Denkst du, wir wollen mit so einem Loser wie dir unterwegs sein? Wir kennen dich nicht mal. Wir können doch Freunde sein. Ich glaube ja nicht, dass wir da hingehen sollten. Aber... wenn das die Quelle der Zombies ist, dann vielleicht... Oh, nein, oder wenn nicht? Okay, wenn dort Zombies sind, dann könnte mein Yuki auch da sein. Habt ihr euch das mal angeguckt? Da sind Unmengen an Toten. Wie sollen wir da durchkommen? Aber, also, wenn ihr da jetzt hingeht, könnt ihr für mich rausfinden, was genau es mit den Zombies auf sich hat? Das ist unsere Chance, mehr über sie zu lernen. Ich weiß nicht, ob wir dir vertrauen können. Wenn du uns nicht ertraust, vertrau diesen Dokumenten, die ziemlich zerknickt sind. Ja, ich kann dir alle Daten geben, die du brauchst. Das sind etwa 1500 Seiten. Nicht nötig. Okay, also, ich denke, wir sollten da hingehen. Nein, wir sollten da definitiv nicht hingehen. Aber stell dir vor, das ist die Quelle der Zombies. Und wir können sie dort stoppen. Und Yuki, wir haben das schon alles durchgequatscht. Nein. Okay, jetzt musst du mir vertrauen. Juno? Ja? Wenn ich dir dein Messer wiedergebe, versprichst du mir dann nur Zombies damit zu töten? Aber natürlich. Keine Wissenschaftler, keine Wissenschaftlerinnen, keine komischen Tüten und komischen Outfits. Nicht so. Pass auf, ich hab dich im Auge. Und nimm mir immer noch trotzdem mit, oder? Ich bleib doch nicht mit der da zurück. Was soll das werden? Aber gut, wenn du unbedingt möchtest. Wenn er sich dann tatsächlich in einen Zombie verwandelt, kann ich ihn da töten. Erst wenn er sich in einen Zombie verwandelt. Überhaupt nicht. Das ist gut. Nein, und du? Du kommst auch mit. Du? Nein, du. Okay. Okay. Weißt du was? Wir stimmen ab. Wer ist dafür, dass wir mitkommen? Okay. Scheiß Handschellen mal wieder. Warum könntest du es dir besser holen? Ja, ich muss es wissen. Ne, zahlt auch wirklich für gar nichts. Okay. Perfekt. Du wurdest überstimmt.
Tschüss! Auf geht's! Ach, Manu, du musst den Ball auch fangen. Komm, noch ein Versuch. Dann fang! Nein, bitte nicht den Zombie töten! Wie hast du dich denn erkannt? Du warst nicht besonders unauffällig und ich kann Gedanken lesen. Die Zombies sind gefährlich, verhalte dich ruhig und geh von ihm weg. Nein, die Zombies sind ganz lieb, wir spielen schon den ganzen Tag. Bist du das Mädchen, was seine Eltern verloren hat? Mama? Papa? Sie waren gerade noch da. Sie suchen bereits nach dir. Doch damit es schneller geht, hat man mich zusätzlich beauftragt. Warum sollten meine Eltern dich bitten? Die sind super cool. Weil ich viel cooler bin. Aber, okay, ich glaube dir. Also kommst du jetzt mit? Darf ich meine Freundin hier mitnehmen? Freundin? Die Zombies sind reißende Bestien und stinken nach Kohl. Das ist meine Freundin. Los, Kind, hinter mich. Ja. Einen Moment. Oh mein Gott. Das ist mir glatt in den Ausschnitt gerutscht. Schnell. Affen sind so widerlich. Und widerlich. Was ist los? Du kannst weitermachen. Nochmal. Einfach nochmal. Du bist aus dem Nichts aufgetaucht. Kein Grund zur Sorge. Ich bin nur auf der Suche nach meinen Zombies. Deinen Zombies? Meins, deins. Das sind doch nur bürgerliche Kategorien. Komm zum Punkt. Ich bin auf dich aufmerksam geworden. Du traust dich hierhin, in ein Gebiet, das von Zombies und vielleicht Affen ja, überlaufen sind. Du bist ein nerviger Typ, Alter. So ein loses Mundwerk von einem Samurai und seinen Herrn. Alter, willst du sterben? Es kommt darauf an, in welcher Timeline wir uns gerade befinden. Ich würde sagen, vor dem Film. Also nein, möchte ich nicht, nein. Gut, komm Kind, wir gehen. Aber der Typ ist komisch, ich mag den irgendwie. Was? Aber wir sind doch noch gar nicht fertig mit Spielen. Denn ich spiele regelmäßig mit meinen Zombies. Bei Freilandhaltung und so. Hä? Was ist denn jetzt los? Beweg dich! Los! Tut weh, geh weg. Hä? Das kannst du gar nicht! Du bist im Freeze! Hallo! Möchtest du vielleicht meine Zombies kennenlernen? So zum Spielen bist du viel zu alt! So! Nee, ich spiele regelmäßig und da ist man nie zu alt für. Und eigentlich bin ich ja auch nur 30 und ich werde auch für immer 30 bleiben. Wirklich? Aber natürlich! Möchtest du mal kommen und sie sehen? Ich kann dir auch meine Kaninchen zeigen! Anja findet Kaninchen jetzt, nee, lass mal. Ja, na gut, dann, wir haben auch Kuchen, Filme, du darfst Cola trinken. Oh, ich darf Cola, ja! Okay, ja, die könnte ich mal vorgehen. Vor. Ja. Hey. So viele Farben. Und was dich angeht, beweis mir, dass du es wert bist zu leben und hol dir das Mädchen zurück. Bis dahin, bisschen Schutz schon mal. Tschüss. Natürlich ist er weggelaufen, war klar. Weißt du, einst hatte ich einen ganz engen Freund. Also so richtig eng. Also auf homoerotische Weise eng. Doch dann haben wir uns zerstritten. Wegen den Affen. Es waren immer die Affen. Immer sind es die scheiß Affen. Langweilig. Mann, du hast gesagt, wir würden spielen. Und jetzt erzählst du die ganze Zeit nur langweiligen Kram. Was möchtest du denn stattdessen hören? Oh, irgendwas Spannendes. Von Spionen und Kämpfen.
Also gut, kennst du die Geschichte vom Brecher, der das Gleichgewicht zwischen den Affen und den Begabten wiederherstellen wollte? Sollst du begabt sein? Also, ja, bin ich, sorry. Also, es ist gut, halt so. Dann erzähl mal. Also, guck mal gut zu, es beginnt so. Tada! Da wären wir. Da wären wir. Wo nochmal genau? Ich weiß es selber, nicht so genau, aber Zukunft gibt es gleich, lass mich noch nie. Du hast uns aber schon enttäuscht, mehrfach. Egal. Ist das die Lagerhalle, von der Sanja gesprochen hat? Ach, ja, richtig. Der Ort, von dem die Zombies kommen. Ja, genau, das müsste. Ziemlich still hier. Ja, ziemlich still. Wenn ihr eigentlich mehr Zombies sein sollten. Ich meine, ich kann schon einen da hinten sterben hören. Der hört sich so an, als hätte der eine schlimme Grippe, aber trotzdem sehe ich hier kein einziges. Warte, Grippe? Was? Das ist auch ein Virus. Virus? Ich sag's euch. Du! Und du bist dir ganz sicher, dass wir uns nicht eventuell verlaufen? Ja. Absolut sicher! Mhm. Sass. Sie meint, dass du verdächtig bist. Und warum sagt sie das dann nicht einfach? Naja, das ist... Frech? Das ist diese Jugendsprache. Ha. Würdest du nicht verstehen? In deinem Alter. Ich bin auch erst 19 Jahre alt. Was? Du bist eine schlechte Feigenkrim. Oder? Und, Micha Braun Himmel, du bist dir ganz sicher, dass du uns nicht eventuell hierher gelockt hast, um uns in eine Falle zu führen? Also eigentlich habe ich euch überhaupt nicht hierher gelockt. Das war alles Sanja. Die war das. Ich bin unschuldig. Ich kann gar nicht mehr abwarten, bis du zeigst, Zombie mir. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist nur ganz, ganz klein. Marginal sogar nur. Wir werden ja sehen. Da oben an dem Fenster sind echt super viele Untote. Warum glaubst du mir nicht? Naja, also ich sehe da rein gar nichts. Überhaupt nichts. Also wenn hier jemand so ist, dann bist du das. Bist du nicht ein bisschen alt für so komische Wörter? Bitte, ich bin erst 29. Könnt ihr woanders flirten? Was? Ganz schön. Also sind nur du und so ein paar andere Idioten magisch begabt. Ja, aber eigentlich geht es nur um Gojo und mir. Verstehst du? Nur um Gojo und mir. Verstehe ich nicht. Ja, das ist Liebe. Anja, Liebe. Mhm. Aber das ist total doof. Wieso? Findest du das so? Naja, weil Mama und Papa viel cooler sind als du. Was sind deine Mama und dein Papa? Mein Papa ist ein Spion und meine Mama ist eine Assassinin. Was ist denn da jetzt passiert? Die Zombies, das ist Affen. Ach so. Und so Käfighaltung, verstehst du? Warum habe ich dir das denn jetzt eigentlich gesagt? Ich darf das gar nicht sagen. Aber natürlich, du kannst mir alles erzählen. Erzähl ruhig. Wie sind deine Eltern so? Also, gehen wir jetzt echt da rein. Ja, wenn Yuki da drin ist, dann müssen wir da rein. Aber habt ihr nicht gerade noch gesagt, dass da voll viele Zombies drin sind? Wieso? Hast du etwas Schiff? Ich niemals. Nein, gut. Dann kannst du ja vorgehen. Warte, wenn wir den Wissenschaftler vorschicken, dann stirbt er doch als erstes. Hä, genau das ist doch die Idee? Nein, hier stirbt niemand. Nein, das wirst du nicht. Ich bin an dich gekettet und du hast nur ein Messer. Das lassen wir, okay? Wenn ihr euch nicht einig werden könnt, dann gehe eben ich vor.
Halt, stopp! Eine Armlänge Abstand! Nein! Aus! So. Dachtest du wirklich, es würde so einfach gehen? Ja, hier? Das war der Plan. Dachtest du wirklich, es würde so einfach gehen? Ja, scheiß Plan. Ja, doof jetzt. Aber es ist, wie es ist. Es hat nicht geklappt. So, fertig. Zähne weitermachen, bitte. Kennt ihr den? Also, ich kenn den. Der Typ ist ultra stark. Echt? So sieht er gar nicht aus. Woher weißt du das? Wir haben den für 5 Sekunden gesehen oder so. Der hat den Zombie getötet. Wie, du auch? Das kann ich auch. Na trotzdem, los hinterher. Gut. Und wer seid ihr jetzt? Achtung, Zombies! Na, nicht so unhöflich. Das sind meine Freunde, die ich aus der Käfighaltung befreit habe und die jetzt biologisch und ökologisch und... Was? Wie bitte? Dein Freund. Die Zombies erschaffen. Du schon! Leg die Unluften sofort nieder! Oder ich werde Zukunftskette 23 gegen dich einsetzen. Wir sind gekommen, um deine Organisation, das Handwerk, zu legen. Moment mal, sind wir nicht übrigens erst alleine hier? Na, jetzt mach mal Halblang. Mein Kultus ist unorganisiert. Die sind nur wegen meinem Aussehen drin. Und warum reicht dir der Zombie da Erdnüsse? Weil ich ja auch neue haben will. Und ich finde, da muss man ein bisschen auch sich sportlich betätigen. Das kann nicht sein. Nur, weil die Zombies mir mein Leben erleichtern, heißt es noch lange nicht, dass ich auch weiß, wo sie herkommen. Sie waren plötzlich einfach da. Und auch wenn ich nicht weiß, wie man sie erschafft, so kann ich sie mit meiner Kraft kontrollieren. Sind doch recht nützlich, oder? Warte, du hast die Zombies also nicht erschaffen? Nope. Was machen wir da noch hier? Ja. Auf geht's zurück. Genau, finde ich super, let's go. Halt, stopp! Affe! Nein, stopp! Komm her. Du hast es dich mir entgegenzustellen. Widerlich. Mein Gott, jetzt verpisst euch mal. Hast du meinen Yuki entführt? Yuki, die mit einem K oder mit 2 K geschrieben wird? Natürlich mit 2 K. Nee, die nicht, die war auch ein bisschen älter. Und reifer. Erstmal reden wir hier von einem Jungen, keine die. Das wurde nie gesagt. Dann! Ich kann ja nicht... Wenn du Probleme mit deinem Yuki hast, kann ich halt nichts dafür, weißt du? Doch, weil du den entführt hast. Ich entführe tendenziell keine Leute. Die kommen ja alle freiwillig. Wie kriege ich sonst Geld und so? Ja. Wer soll es denn sonst gewesen sein? Ich sehe doch deine Zombies hier und der wurde von Zombies entführt. Also das ist ziemlich rassistisch. Nur weil sie Zombies sind und weil vielleicht Zombies deinen Yuki, gestohlen haben, heißt es ja noch lange nicht, dass das nicht zum Beispiel auch dieser junge Mann mit der Kappe sein könnte. Oder beispielsweise auch er hier. Ich glaube, er hieß irgendwas von Alkohol, oder? Gin? Bier. Ich weiß es nicht genau, aber er könnte es gewesen sein. Und warum genau denkst du, dass Bier es gewesen sein soll? Weil er ähnliche Klamotten hat wie ich. Und man erkennt es. Man erkennt es immer. Ja, diese komischen Typen sind schon ziemlich komisch. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Also labert ja nur Bullshit. Korrekt. Ich würde nie Bullshit labern. Ich kenne das gar. Ihr macht mich alle wahnsinnig. Wisst ihr das überhaupt? Ich drehe hier durch. Was ist los? So beruhige dich. Beruhigen? Ich? Mich beruhigen? Ihr versteht das doch offensichtlich alle nicht. Ihr habt doch alle keine Ahnung. Ihr steckt doch alle unter einer Decke. Ich weiß wirklich nicht, was du... Das werdet ihr büßen. Oh mein Gott, diese Gewalt. Wieso nur? Das ist doch kein Ahnung. Hör auf, wir haben damit nichts zu tun. Ja, genau, wir können darüber reden. Oh, fuck. Da sieht man mal wieder, Affen können nicht reden, die kennen nur Gewalt. Also, hier meine Petition, alle Affen einfach mal wegzubringen, weg von der Erde. Du hast sie aufeinander gehetzt! Das würde ich niemals machen, weil Menschen sind dazu alleine fähig und ich möchte das ja auch gar nicht. Guck mal. Warum bist du
du plötzlich so gemein? Ich bin doch nicht gemein. Doch, doch. Warum tust du so etwas? Braucht es denn immer einen Grund, außer meine Seele schreit nach Weltfrieden und Liebe und Freundschaft? Und körperliche Nähe mit Gojo, vielleicht? Ja, klar. Ja, aber du hast sie angefasst, Dieter. Was? Sag mir gleich was. Lass mich jetzt mal mein Dialog mit dem Willen führen, bitte. Können wir Hosen sich mal einfach so unterhalten? Also, Spoiler. Das ist ja nicht Spoiler, guck dich an. Wie ist das Spoiler? Ich weiß das doch nicht. Du musst ja einfach nur mal gucken. Aber es gibt immer ein Grund. Also, Weltfrieden kann es ja nicht gewesen sein. Warum nicht? Sag doch mal Gründe, kennst du mich überhaupt? Kennst du überhaupt meinen Namen? Ich kenne auch nicht deinen Namen, wie ist übrigens dein Name? Das musst du nicht wissen, das ist nicht relevant. Nee, okay. Aber wie gesagt, du, Weltfrieden sieht nicht so aus. Weil es ihn ja auch leider nicht gibt. Aber du bist mir ziemlich neugierig sogar. Junger, du bist... Ich nenne dich, Kevin. Kevin. Beibu Shan, bitte, danke. Beibu was? Shan. Hast du nicht einen japanischen Namen? Nein. Beibu Shan? Warte mal. Ja, Beibu Shan, also... Ja. Ja, was hast du gesagt? Ja. Ich meinte, ist... Ne? Nee, ich hab damit nichts zu tun. Doch, definitiv. Nein. Ich habe keinen Grund. Ich bin einfach nur hingekommen, ich wollte Ferien machen, dann sah ich Zombies, es hat geklappt mit der Flugkraft und du weißt doch gar nicht, wie nervig das immer ist mit diesen ganzen Sektenmitgliedern, die kommen und die wollen reden, bevor sie dir Geld geben. Schwierig. Nee. Es kann einfach nicht wahr sein, dass... Ich glaube nicht, dass du solche... Es muss einen Grund geben, außer Weltfrieden. Komm, wir reden mal. Vielleicht wirst du dann noch was verstehen. So, und warte. Willst du kämpfen? Nein, dann kämpfen wir! Nein! Ja gut, wenn das jetzt hilft, so. Ja, hier. Beruhig dich. Niemals. Was ist hier eigentlich los in diesem Irrenhaus? Auf den Scheiß habe ich keinen Bock mehr. Los, Abflug. Nein. Aber mein ist so Kind. Toll. Ich hatte schon los, zwei Mädels. Ich weiß, wo das geht. Du hast doch gar keine Ahnung. Anja, bleib hier. Ich darf nicht. Du darfst kein Wodka trinken. Wait, was hast du mit den Zombies zu tun? Wait, Ying, jetzt hör zu! Was hast du mit den Zombies zu tun?
Uno. Ne, dies hin. Herzlich Glückwunsch! Wir haben einen Gewinner! Ich kann nicht klatschen. Du, nimmst das einfach so einen Kauf. Was bist du noch für ein Mensch? Also, das ist ja recht amüsant, denn ein Mensch, das war ich noch nie. Man könnte jetzt darüber spekulieren, wenn man ganz viele Flüche isst, isst man dann vielleicht mehr Fluch oder vielleicht weniger Fluch. Und du, ich wusste, dass du mir etwas verheimlichst. Wenn du das alles hier verhindern kannst, wenn du Kräfte besitzt, warum tust du es dann nicht? Story. Ich kann... Jetzt bist du stumm, oder was, ha? Erklär's mir verdammt nochmal! Keine Bewegung. Hände über den Kopf. Ich hab dir übrigens nichts mehr zu sagen. Das kann ich verstehen. Gut, dass du das auch einsiehst. Na toll. Du hast also die Zombies erschaffen? Ja, ich war das. Das war eine ziemlich dumme Idee. Das weiß ich selber. Es ist nur so, weder Nerf noch Umbrella gehört dieser Stadt. Also muss da halt einfach ein gemeinsamer Feind herum. Und damit hast du uns alle ins Verderben gestürzt. Das hätte ja auch eigentlich ganz anders laufen sollen. Nein, es konnte sein, dass es so ein paar zu viele geworden sind und dann von den Untoten und ich habe wahrscheinlich die Kontrolle verloren und dann bist du gerade gekommen, als ich das wieder richten wollte und... Aber ich habe dich unterbrochen? Nein, also... Ich meine, ja, schon, aber daran liegt es nicht. Ich habe alles kaputt gemacht. Nein, das ist alles meine Schuld. Ich meine, ich habe es jetzt schon keine Ahnung, wie oft versucht. Und aus irgendeinem Grund kann ich mein Chi nicht kontrollieren. Und ich habe alles kaputt gemacht. Sagte doch schon, dass es nicht du warst. Ich habe euch angelogen. Ich meine, ich... Aber ich habe entschieden, dass wir in dieses Lager ausgehen. Ich habe das Leben von Juno rücksichtslos aufs Spiel gesetzt. Ich war geblendet von der Illusion, ich könnte die Zombies aufhalten. Dabei habe ich niemanden retten können. Ich bin derjenige, der das überhaupt alles angefangen hat. Willst du dich wenigstens dafür entschuldigen? Das, was ich getan habe, wäre eine Entschuldigung alleine nicht ausreichend genug. Aber es tut mir wirklich leid. Das verstehe ich. Wenn mein Landschaft das rausfindet, dann wird er bestimmt sauer auf mich. Wer ist Landschaft? Ganz langweiliger Typ. Ihr würdet euch nicht verstehen. Ach, ist er dein Freund? Wieso? Bist du jetzt enttäuscht? Ach, vielleicht ein bisschen. Aber wenn du die Zombies erschaffen hast, dann muss es doch auch irgendeinen Weg geben, dein Ski zurückzuerlangen. Nicht, dass ich wüsste. Wo kommt auf einmal das Ski her? Ah, welches Chi? Deine Kette! Meine Kette? Ausziehen! Hä? Sofort! Ich kann die Energie daraus nutzen und dann, also, dann kann ich vielleicht ein Untoten wieder kontrollieren. Du möchtest mich nicht küssen? Ich hab einen Anschauen. Ach so. Darf ich die Kette haben? Pass gut darauf auf, die will ich später wieder haben. Wichtig, also okay. Merke ich mir. Mhm. Ah. Raus hier. Ja, wir brauchen aber noch ein Schuh. Pray for you to get it on your own. Exco deliver to you. Not open up the door, it's real. Not stop my problems, stay still.
Mach mal die Tür auf. Ich muss zu den Gefangenen. Danke. Ihr seid also diejenigen, die wir bei den Zombies gefunden haben. Soll das ein Verhör werden? Nein, ich bin nur neugierig. Natürlich soll es ein Verhör werden. Ihr wart dort. Und unsere Quellen haben gesagt, dass die Zombies aus diesem Ort kommen. Aber statt Laboren, wo man Zombies erschaffen sollte, haben wir nur euch gefunden und eine Handvoll Zombies. So ein Zufall, was? Ja, genau. Ich glaube nicht an Zufälle. Und ich erkenne ein Major von Nerf, wenn ich sie sehe. Nerf, wer soll das denn sein? Der Schnitt deiner Uniform hat dich verraten. Okay, du hast mich erwischt. Aber ich war nur rein zufällig in der erkämpften Zone unterwegs. Das hat nichts mit dem Konflikt in der Partei zu tun. Wollen wir das Ganze nicht einfach vergessen? Auf einem Drink oder so? Nicht nötig. Ich will verstehen, was das hier zu bedeuten hat. Wenn Nerf die Zombies nicht erschaffen hat, wer war es dann? Heißt du, auf dem kalten Boden einer Gefängniszelle redet es nicht so schlecht? Wollen wir vielleicht woanders hingehen? Nein, du bist nicht mein Typ, danke. Boah, war nicht mal so eine Dame? Ihr seid beide Verdächtige in diesem Fall. Und Komfort gehört leider nicht zu unserem Portfolio für Gefangene. Das ist wirklich schade. Was ich mich aber schon die ganze Zeit frage, was es mit dieser Flöte auf sich hat, die du dabei hattest. Das ist schon ein ziemlich ungewöhnlicher Gegenstand, wenn man in der umkämpften Zone unterwegs ist. Ja, ich könnte dir so ein Ständchen spielen, so, weißt du, so, weil, deine Augen, die sind wie aus Edelstein und sie glänzen genauso schön im Dämmerlicht wie im Mondschein. Was haben jetzt meine Augen damit zu tun? Nee, wenn sie nicht dein Typ ist, dachte ich, vielleicht können wir ja auf den Drink gehen. Nein, danke. Also, das ist ja nett, aber... Ich möchte einfach... Oh. Wir werden ein immer besseres Duo. Findest du nicht? Ja, wir sind schon ein ziemlich gutes Team. Warte. Ach, was machen die? Die machen auch mittlerweile Knoten in ihre Security Cards. Machen die das normalerweise nicht? Sind hier dann? Nee, leider nicht. Mein Chief funktioniert leider auch nicht. Kann ich dir nicht helfen. Na gut, okay, hör zu. Ich habe einen Plan. Mit dieser Karte hier können wir jede Tür im Gebäude öffnen. Ja? Nimm du sie. Und ich werde uns hiermit den Weg freihalten. Yeah. Aber wir kennen uns hier nicht aus. Weißt du, Umbrella beschriftet zum Glück alle ihre Labore. Groß. Mit Großbuchstaben, die gesamten Gänge voll. Fast wie in einem Computerspiel. Okay, macht man das so, Computerspiel, ne? Keine Ahnung, aber ich glaube schon, ja. Okay. Na los, komm. Ja. Ja. Wo war... Da? Da, Tür. Nicht drauf treten, vielleicht brauchen wir den noch, also bist du dir sicher? Ja, okay. Lebt noch? Ja, lebt noch. Gut, okay. Nur los! Ich mach ja schon. Okay. Ja, okay, danke. Los geht's! Uiuiuiui, das war aber ziemlich brenzlig. Fast hätten sie mir all meine Zombies erschossen. Mein armes Ding. Dabei hätten sie fast auch noch mein Gewand versenkt mit all ihren Schüssen. Na, aber zum Glück bist du mehr geblieben. Was ist denn los? Ich verstehe leider deine Sprache nicht. Aber ich glaube... Du vermisst Anja, oder? Ich glaube, so hieß das Mädchen. Du magst ja gerne Mädchen. Vielleicht könnten wir sie ja suchen gehen, aber
Wo wurde sie nur hingebracht? Hast du eine Ahnung? Kannst du dir merken, dass wir den hier mitgenommen haben? Ach Quatsch, das merken wir auf keinen Fall. Eins haben wir mehr oder weniger. Ich dachte wenigstens mehr als nur einen, der irgendwie nicht funktioniert, kontrollieren könnte. Warte. Pass auf, der bewegt sich noch. Okay, ist wieder gut. Ha, ich hab's! Ja, wie kommen wir hier raus? Okay, wir sind ganz an der Nähe von den Ausgängen. Warte, was ist das? Ich hab Zugriff auf alle Sicherheitskameras der Stadt. Ha, ich wusste, dass ich gut bin, aber nicht so gut. Okay, rechts liegt nicht. Sorry. Aber Moment. Hast du das gerade gesehen? Da. Was meinst du, was? Jen, oder? Was soll ich sagen? Und Anja ist auch da. Sie sind da, so komm! Das ist. Anja? Ja. Ja? Ich spüre etwas. Etwa G. Du weißt schon, dass das Bildschirme sind, ne? Und? Also, ich glaube, das war so, dass Chi elektromagnetischen Wellen gar nicht so ungleich ist und genau wie Licht über weite Distanzen übertragen werden kann. Du hast auch nicht in der Schule aufgepasst, oder? Okay. Aber Anja, das war doch... Das ist gut auf dem Aufnehmen. Ich weiß nicht, der funktionierte irgendwie nicht, das tut mir echt leid. Ja, pass auf den Kabel auf. Die kann doch Gedanken lesen, meine ich. Ja. Wenn ich Ichi nutze. Ja. Ach, du willst, dass ich die Antwort sage? Ich kann es auch sagen. Gee. Gedanken, dann kann ich alle kontrollieren. Das ist so smart. Okay, Planänderung. Wir schaffen es hier raus und finden Anja. Okay, ich muss nur noch die Route berechnen. Oh nein. Nein, da ist Juno. Aber sie wird von Zombies verfolgt. Wir müssen ihr helfen. Wir können aber nicht beides machen. Ich meine, Anja finden und Juno retten. Okay, dann teilen wir uns auf. Du findest Anja und ich kümmere mich um diese Zombies. Die ist geladen? Die Waffe? Ja, die Waffe funktioniert. Dann schaffst du das, ja? Ja klar, also so ein paar Zombies sind doch nichts gegen apokalyptische Engel, oder? Gegen was? Ach, weißt du, nein, nicht so wichtig. Okay, wir treffen uns dann am Umbrella-Labor, in Ordnung? Geht klar. Okay. Moment, die Karte brauche ich irgendwie. Okay, jetzt komm, los! Du kannst jetzt Katze sein, so viel du willst oder so. I guess. Jetzt komm! Ja, ich komm schon. Jetzt komm, los! Thank you.
Also, Bier, guck da. Ganz lange hingucken. Ja! Ey! Was ist denn? Ja! Du bist du. Hab euch noch gerade so ein... Und was will der schon wieder hier? Ich glaube, er will, dass wir ihm helfen, seine Fehler wieder gut zu machen. Ja, was denn für Fehler? Er wollte mit den Zombies, Umbrella und Nerf ein bisschen auf den Sack gehen. Das heißt, wir haben hier jetzt drei verfeindete Parteien. Also, die Zeit. Wenn ich das zurückdrehen könnte, dann... Egal. So, wie können wir dir helfen, dieses Pack zu beseitigen? Genau genommen brauche ich dich nicht. Guck mal her. Alles mein, ja? Ja, deine... Mein Plan ist es. Mit deinem G? Deiner Kraft, Energie? In ihr... In ihr untotes Herz zu sprechen. In ihr Herz? Wie meinst du das? Du kannst doch Gedanken lesen, oder? Was? Ist das ein Fehlerplot? Woher? Hilf mir einfach, ja? Bitte. Na gut, ich gebe dir ein ganz kleines Stück von meinem Tee ab. Ja? Aber nur ein ganz kleines. Ich glaube, das funktioniert ein bisschen anders. Na gut. Oh. Seid ihr jetzt fertig mit der Gefühlsduselei? Ich glaube ich, ja. Gut, jetzt bin ich zu schnell, wenn du mich meinen Auftrag dann nicht bringen. Na gut, den Rest bekommst du auch noch, damit du mit meiner Zombie-Freundin spielen kannst. Okay. Ja. Müssen wir jetzt gehen? Komm zum Punkt, was willst du? Das sind ja so viele Untote und das mit dem Tee ist so eine Sache und du kannst ja gut Schwert kämpfen und vielleicht ja, kommst du noch... Das wird aber teuer. Misato zahlt? Du glaubst nicht wirklich, dass das klappt, oder? Versuch was wert. Ich hab leider kein Geld. Komm, Kind, wir gehen. Hey, wir gehen! Anja ist sich sicher, du schaffst das. Ja. Oh. Hui, tschüss! Wenn es jemand schaffen kann, wer, wenn nicht ich, der Großmeister der Dämonen? Irgendwo hier musst du doch sein. Ich hab doch gesehen, wie du hier reingelaufen bist. Yuki, bitte. Bitte zeig dich doch. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun soll. Bitte lass mich nicht allein. Versteck dich doch nicht vor mir. Ich hab dir doch nie was getan. Verdammt, tut das weh. Yuki, bitte. Ich weiß ganz genau, dass du hier bist. Komm doch einfach raus. Yuki? Yuki! Endlich habe ich meine Lieblingsflasche wiedergefunden. Ich habe immer noch gesucht. Ich liebe dich. Warum bist du denn so kalt? Nam, 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 nam.
denn er dich gefahren? Erkennst du mich denn nicht? Ich bin es, deine geliebte Juno. Was? Das kann doch nicht wahr sein. Das darf nicht sein. Aus! Ab! Hör auf! Aus! Juno! Mein Yuki! Nein! Das kann doch nicht passen. Juno? Es ist alles in Ordnung. In Ordnung? Nichts ist in Ordnung. Du hast Yuki umgebracht. Was? Aber das war ein Zombie, hat dich angegriffen. Er war immer noch mein Yuki. Wir hätten ihn retten können. Er lebte noch. Mach dir nichts vor! Er lebte nicht mehr! Woher willst du das wissen? Er war ein Zombie! Aber Juno, wir haben vielleicht einen Weg gefunden, wie wir die Zombies aufhalten können. Das bringt Yuki auch nicht mehr zurück. Er war immer so süß zu mir. Und sein Lächeln. Hey, Juno! Hey, bleib doch! Na, verdammt, das sieht übel aus! Pack mich nicht an! Tutsi! Jetzt komm weg! Leg dich auf den Tisch! Oh Gott! Geht das nicht ein bisschen sanfter? Aber wir müssen die Blutung stopfen! Für Sanftheit ist hier kein Platz! Du bist schuld! Du hast Yuki umgebracht! Juno, er war bereits verloren, als er zum Zombie wurde! Wegen dir werden Yuki und ich niemals glücklich werden! Es tut mir leid! Dafür wirst du sterben. Ach, shit. Juno, ich habe immer versucht, dir zu helfen. Ich habe dich vor diesem Samurai gerettet. Jin, weißt du noch? Red kein Bullshit, der heißt Bier. Juno, das bist nicht du. Wir müssen nicht schon wieder kämpfen. Du hast Yuki umgebracht. Juno, das wollte ich nicht. Dafür wirst du sterben. Verdammt! Was ist das denn? Juno, ich will wirklich nicht reden. Dreh dich um! Hey, Juno, pass auf! Yuki? Yuki, du bist zurück! Juno? Du wirst ihm nichts tun! Ach, aus dem Weg! Als ob ich auf dich höre! Juno! 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 Hey! Komm zu dir! Juno! Hey! Sie ist tot! Double kill! Hallo? Ist jemand? Hier drüben! Sanja, ich hab echt gute Neuigkeiten. Habt ihr die Quelle der Zombies gefunden? Ja, das ist eine lange Geschichte. Sanja, hier, die Pizza, die du bestellt hast. Danke, ist die auch mit extra hohen? Ein letztes Mal, Sanja. Auf eine Pizza gehört kein Hirn und keine Ananas. Ich hab doch gesagt, dass ich Ananas wollte. Du willst keine Ananas? Was ist das überhaupt? Was? Pizza? Warum ist sie überhaupt Hirn da drauf? Naja, ich bin ja jetzt ein Zombie und die essen nun mal Hirn. An den Geschmack muss ich mich ja mal noch gewöhnen. Das wollte ich dir gerade sagen. Nur wenn du nach einem Biss stirbst, wirst du überhaupt zu einem Untoten. Und warum esse ich denn die ganze Zeit Hirn? Heißt das, sie ist noch gar kein Zombie? Hab ich doch gerade gesagt. Ich meine, ich hab einen Grund, warum ich sage, dass es Untote sind. Ach so, Nocebo-Effekt. Das setzt meine Forschung in ein ganz neues Licht, das muss ich sofort aufschreiben. Bevor du dich da komplett verlierst in deinen Forschungen, bräuchte ich eventuell noch eure Hilfe bei einer Sache? Da hast du Glück. Vor dir steht der beste Wissenschaftler der ganzen Stadt. Wenn nicht sogar der Welt! Okay, das ist so. Mit meiner Flöte kann ich mein Qi kontrollieren und mit der Musik die Untoten. Allerdings ist die Reichweite nicht groß genug, um alle
alle Untoten in der gesamten Stadt zu erreichen. Und dafür bräuchte ich Hilfe. Denke ich weiß, was wir dafür tun müssen. Allerdings muss ich noch ein paar Änderungen vornehmen und wir müssen, glaube ich, ein BIOS-Update einspielen. Aber dann sollte das alles klappen. Habt ihr Misato hier eventuell irgendwo gesehen? Habt ihr euch etwa freiwillig aufgeteilt? Habt ihr noch nie einen Zombie-Film gesehen? Ich denke, das war's für Misato. Sei mal nicht so überdramatisch. Ich bin überdramatisch? Niemals! Ich bin mir sicher, Misato wird hier gleich putzen. Hab ich doch gesagt. Misato, ist das dein Blut? Was ist passiert? Schon in Ordnung. Nein, das ist überhaupt nicht in Ordnung. Das ist gar nicht dein Blut. Also, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Juno, sie ist gestorben. Ich konnte nichts tun. Was? Das tut mir leid. Schon gut, das ist Teil meines Jobs. Wirklich? Klar doch. Vielleicht kann ich ja einfach... Kannst was? Vielleicht funktioniert es auch nicht. Lassen wir das einfach. Okay, aber wie ist der Stand? Hast du Anjas Chi nutzen können? Ja, und dank Okabes Technologie können wir es auch noch verstärken. Also es läuft alles ganz gut. Ich brauche hier immer noch einen kleinen Moment. Ja, und das ist auch nur ein Fehler in deiner Berechnung. Fehler? Ich mache doch keine Fehler. Das ist dumm. Das sind gute Neuigkeiten. Und was wirst du jetzt tun, Weijing? Ich werde die Untoten wieder unter meine Kontrolle bringen und sie wieder tot machen. Aber was ist mit dem ursprünglichen Plan? Den Krieg zwischen Dorf und Umbrella beenden? Ich hab dir das doch alles erzählt. Ich bin schon einmal gescheitert. Und dann nochmal? Das würde dich doch wohl jetzt nicht aufhalten, oder? Ihr wollt die Organisation stürzen? Endlich mal einen Plan nach meinem Geschmack. Also, Umbrella ist jetzt nicht die humanste Organisation, aber Nerf ist doch auch nicht besser. Und deshalb müssen wir beide zum Aufgeben zwingen. Jawohl. Und ich weiß auch schon wie. Dieser Krieg muss endlich ein Ende haben. Und... was sagst du? Bist du dabei? Bei Wusham? Du kannst ihn also doch aussprechen und du hast ihn dir gemerkt. Ich wollte dich nur ärgern. Also, bist du dabei? Na gut. So sehr an mich glaubst. Sehr gut. Okay, hör zu. Wir machen Folgendes. Alarm! Alarm! Was war das? Unsere neue Türklingel, aber wir würden jetzt vorbeikommen. Ich weiß nicht, aber wir können nachgucken. Hallöchen! Na, ist einer zu Hause? Freut ihr euch gar nicht, mich zu sehen? Uns zu sehen? Wenn ihr euch traut, kommt doch raus. Wer ist das denn? Der Typ ist ultra gefährlich. Und was machen wir jetzt? Um den kann ich mich kümmern. Okay, sehr gut. Dann bereiten wir ihn einen gebührenden Empfang. Wir werden das verhindern. Du Affe?
Allerdings. Du schon wieder? Auch einiges noch zu tun. Ich muss noch Änderungen am Katalysator vornehmen. Wie du immer. Ich werde auch wieder angerufen. Herr Direktor, natürlich, ich habe die besten Leute dran. Ja, klar. Ich schon wieder? Tja, ich hoffe, ihr seid aus besserem Holz geschnitzt, aber wenn ich jetzt sehe, sind nur zwei Leute da, wo ist denn der Rest? Wir brauchen keinen Rest. Genau, ich bin mehr als genug, um dich zu besiegen. Also, im Kampf. Du bist eine Kostprobe meines Kindes. Aber natürlich, ich möchte endlich den Grandmaster mal bei der Arbeit so zusehen. Mit Vergnügen. Lass uns unsere... Ja? Kräfte? Ja, unsere Kräfte, da waren wir schon. Ja, ja, aber ja, wir müssen ja... Wir nehmen den Untoten, ja? Da hast du kein Problem mit. Ist eine die Untote? Ist es? Weiß es selber nicht. Oh, Entschuldigung, da habe ich dich ja die ganze Zeit misgendert. Du packst sie hier so in die Mitte. Ja, passt. Wer sie zuerst zu sich locken kann, gewinnt. Findest du die Regeln nicht ein bisschen zu einfach? Du auch? Ich finde so Fairness. Das ist doch absolut fair. Ich meine, deine Kräfte gegen meine Kräfte. Mehr braucht man auch nicht. Deine Kräfte, ja. Ja. Können wir so machen, bitte? Gut, dann. Bist du bereit? Dann los. Zeit für ein Duell. Ja, schon. Ich bin noch gar nicht fertig. Das war jetzt nur Aufwärmen. Hallo, nicht so schnell. Das ist voll unfair. Das ist unfair. Und ich war immer nett. Und ihr kommt immer mit den Anschuldigungen. Ja. Du hast einfach meine Untoten übernommen. Du bist garantiert der Grund, warum ich sie überhaupt nicht mehr kontrollieren konnte. Also, ich habe jetzt gewonnen. Du verlässt diese Stadt. Mein Soldat, das sind nur bürgerliche Verhältnisse. Aber gut, dann packe ich mal ein bisschen mehr Suguru rein und verlasse mal dieses Ghetto. Bis dahin. Tschüss. Hey, hey, du hast es geschafft. Und das ist so ein Zufall. Wir waren auch gerade erfolgreich. Wir streiten doch die ganze Zeit. Wie dem auch sei. Also, wenn wir diesen Knopf hier drücken, sind die Sender im gesamten Gebiet aktiv. Wirklich? Na, worauf wartest du da noch? Okay. Wir sind auf Sendung. Okay. Ich schaff das diesmal. Dass ich die Kontrolle zurückerlange. Wenn sie mir wieder gehorchen, dann können wir sie doch noch auf die Organisation hetzen. Und aber ich sehe schon deinen wahren Blick klanschern. Du würdest mir jetzt sagen, ich sollte besser aufhören, solange ich das noch kann. Aber ich meine, Anja will ihre Freundin bestimmt nicht verlieren und wie ist das so? Misato würde mir bestimmt den Kopf abreißen. Ich will das Richtige tun. Das ist wirklich, wirklich das letzte Mal. Dann kehre ich zurück. Wann schon? Okay. Erhebt euch. Thank you.
Maßung angenommen. Ich werde im Folgenden für uns Zombies übersetzen. Wir wollen erstens 2x warmes Gehirn pro Tag haben. Wir wollen zweitens einen Freizeitparkausgleich im Zombieland. Und drittens die Ausweisung von Ghetto und das Ende seiner destruktiven Arbeitsweise. Ich habe euch immer gutes Essen gegeben. Wir beschreiben den Sozialabfall. Also, das mit den 2 Gehirnen am Tag. Erklär du mir das denn mal. Erklär du mal, dass du so einfach bildest. Ja. Weil wir ja noch die Menschen haben. Lass mir doch sagen, ab und zu. Ruhe! So, müssen das bestimmte Hörner sein? So. 2 Gehirne, die merken sowieso nicht, wenn wir die einfach in der Mitte vierteln. Ja, aber Menschen? Ja, klar, Gehirne! Okay, wir kriegen das Hilfe für Zombies! Mit den Hürden und mit dem Rest redet ihr einfach mit Ghetto drüber. Ich will das hören, wir machen das mit den Menschen 2x am Tag. Nein, das mit den Hörnern, das regel ich. Ich kümmere mich um die Versorgung, weil du kannst dich um das andere kümmern. Ja, wir machen das. Okay, hör zu, wir machen das ganz anders. Wir gründen eine Organisation und dann ist das alles nach deutschem Recht geregelt, okay? Und du glaubst, das ist eine gute Idee? Ja! Also, der Staat hat mich noch nie enttäuscht. Okay, dann regelst du das und ich guck nur, dass wir keine Katzen und Toten haben. Ja, das ist eine gute Idee. Okay, dann machen wir das so. Und du verpisst dich aus der Stadt, okay? Nein, das ist ein freies Land. Ich kann wohl sein, was ich möchte. Ich habe nur was mit dem Tod. Okay. Die tierischen Bastionen von Umbrella und Nerf unter ihre Kontrolle zu bringen. Durch den Zuspruch, den sie dadurch bei den Mitarbeitenden von beiden Organisationen in der Stadt bekamen, gründete sie die Organisation Wille. Die bei der Übernahme Verstorbenen arbeiten jetzt als Zombies bei Wille in einfachen Jobs wie der Verwaltung und dem Beschwerdemanagement. Anja kehrte mit ihrer Zombie-Freundin zu ihren Eltern zurück. Jill ist weiterhin auf Jobsuche. Auch
vielen, vielen Dank an euch. Ihr wart ein super Publikum. Wir haben gesehen, ihr habt mitgemacht. Das hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es, wie Aline schon sagte, ein etwas anderer Auftritt heute für uns war. Wir haben ein bisschen Blödsinn gemacht. Wenn ihr das Stück nochmal sehen wollt, wie es ohne unsere Improvisation aussieht, wir haben zugesagt bekommen, wir kriegen noch Videos. Die werden wir auf unserem Instagram veröffentlichen von unserem Auftritt auf der Kontaku und auf der Konichi. Lukiluki.show. Ich sage das auch noch, es steht zwar da, aber ich sage nochmal zu, es kommt, ursprünglich kommt es von Duki Duki Herzklopfen und dann Luki Duki wegen dem germanischen Gott. Ich glaube, das kann man sich ganz gut merken. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Es hat sehr viel Spaß gemacht, hier zu sein. Vielen Dank an das Essener Anime-Treffen, dass wir hier sein können. Ja, eigentlich wollten wir seit unserer Gründung Ende 2016 eigentlich immer hierhin nach Essen. Wir haben es nie geschafft und umso schöner ist es, endlich hier zu sein. Deswegen vielen Dank, dass wir hier sein durften. Auch nochmal ein sehr, sehr vielen Dank an die ganzen Helfer, an die Kontechnik und an die Menschen hinter der Bühne, die uns geholfen haben. Vielen Dank dafür. Sieht so aus, als wäre es nicht so. Ja, also, jetzt abschließend kann man nochmal sagen, nochmal einen großen Applaus für Loki Doki! Und vergesst auch nicht, ihre weiteren Stücke zu verfolgen. Ja. Auch wenn es nicht auf der Idee ist. Wir erlauben euch ausnahmsweise mal auf andere Kunst zu gehen. Social Media und euer Freund Loki Doki auf Social Media, Instagram, ist findbar. So.